Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Railway Empire 2. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sehen hier übrigens gerade Fleisch in offenen Kisten. Na, wenn das Veterinäramt, nee, das Hygiene, wie heißen die nochmal? Berufsgenossenschaft, Gewerbeaufsicht, Hygieneaufsicht? Naja, jedenfalls dieser Zug wird gleich zum ersten Mal in den Bahnhof einlaufen. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Aber dann sehen wir hier auch die Gewinn- und Verluste. Ich bin gespannt, ob die Gewinne, ich weiß nämlich gar nicht, wie das war, ob die auf Personenstrecken höher sind oder hier. Mal 17.000. Und hier noch nichts, weil ja, der Zug muss immer erst einmal die Strecke zurückgelegt haben. Ist ein bisschen komisch, aber schauen Sie nur, welchen Einfluss wir auf die Landschaft haben. Wenn ich unsere Lokomotiven über die Schienen rollen sehe, könnte ich ganz rührselig werden. Albany wächst und gedeiht. Die Menschen strömen in die Stadt und spülen frisches Geld in mein Unternehmen. Sie machen das großartig. Jetzt bitte nicht aufhören. Nee. Sind Sie schon einmal nach Buffalo gereist? Auf dem neuen Erie-Kanal ist es bei weitem nicht mehr so unkomfortabel wie früher. Dennoch beschweren sich Passagiere immer wieder über die Dauer der Reise. Ich wittere eine weitere Gelegenheit für eine profitable Verbindung. Ja, da haben wir irgendwie hier relativ viel investiert. Würde ich sagen, ist hier das Problem. Also Ausgaben, Wartung, Personal, Sonstiges. Ach, das war die Versteigerung. Ja. So, dann hier Teekännchen. Dauer der Wartung, jawohl. So, und jetzt kommt der Moment, wo der allseits bekannte und außer euch beliebte, häufig zum Gasse geführte Hund das Wasser lässt. Sagen Sie es mir. Spannen Sie mich nicht so lange auf die Folter. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Kommt nix. Ja, merkwürdig. Gut, dann müssen wir noch mal ein bisschen warten. Allerdings ist das ja gar nicht unser Plan gewesen, sondern wir wollten ein bisschen Bangor ausbauen lassen, indem wir hier ein Kombigleis anschließen und dieses Gleis hier umlegen. Also das hier. Praktischerweise fährt er jetzt gerade leer zurück. Das heißt, wir können hier mal eben kurz ein bisschen rumbasteln. Wir gehen mal auf erstmal rausfahren. So, folgendes. Wenn ihr so ein bestehendes Gleis umbaut, dann wollt ihr das natürlich nicht so machen, wie ich das zuletzt gemacht habe, sondern möglichst irgendwie geschickter. Gucken wir mal, ob wir das auch gemeinsam geschickter hinkriegen. Wir machen jetzt also eine Abzweigung raus. Die geht dann hier hin. Die bauen wir. Dann machen wir den hier. Reißen das ab und das ab. Und jetzt müsste man quasi so einen Editiermodus haben, dass man das Gleis nochmal verschieben kann. Also hier ist jetzt so ein kleiner Knick entstanden, dass man den nochmal bearbeiten kann. Aber ihr seht, wir würden, wenn, dann wieder das ganze Gleis abreißen. Das ist ein bisschen blöd. Können wir das verhindern, indem wir hier eine Weiche reinsetzen? Ja. So könnt ihr das kürzen. Das Stück, was ausgetauscht wird, sozusagen. Gut. Haben wir das gelernt? So, wollen wir aber gar nicht lernen. Wir wollen hier weiterkommen. So, Wasserturm, zack. Und dann wollten wir hier... Ja! Wollten wir einen Bahnhof bauen, genau. Für eine neue Zuglinie. Und zwar so, dass das Bergwerk direkt mit angeschlossen ist. Da müssen wir es nämlich nicht zweimal bauen. Und wenn ich dann in 10 Folgen, weil ich es dann wieder vergessen haben werde, frage, Leute, haben wir eigentlich daran gedacht, dass die beide angeschlossen werden? Könnt ihr mich daran erinnern? Ja, Garderobe, hast du ganz extra gemacht. Hast auch dreimal darauf hingewiesen. Wir hatten schon gar keine Lust mehr zuzuhören, als du das gesagt hast.
So in der Art, ne? Halt so einen sehr freundlich, aber bestimmten Zuschauerkommentar halt. Hm? Was ist denn sein Problem hier? Kann man, glaube ich, so anbieten. Vielleicht noch ein bisschen Tick höher. Oh, Fluffy Clouds. So. Oh, relativ hoher Bandarm hier, der unnötig ist, ne? So. Jetzt muss ich mal wieder mein gefährliches Halbwissen rekrutieren hier. Wir wollen hier Priorität Holz. Würde ich sagen. Gut. Lokomotive kann ruhig der Grashopper sein, ne? So. Und dann haben wir noch ein Wartungsgebäude. Versorgungsturm vielmehr. Gut. Ja, und wir haben neue Ziele bekommen. Die müssen wir uns natürlich auch erstmal angucken. Aufgabenliste 32%. Was? Ach, bis 33 haben wir Zeit, wir haben 30. Das ist gut. So, wir gucken uns jetzt mal an, welche Ziele haben wir. Erziele mit einem Zug zwischen Albany und Buffalo den Expressstatus. Achte darauf, dass deine Route möglichst direkt verläuft und dein Zug unterwegs nicht aufgehalten wird. Wenn du deine Routen optimieren willst, ist es immer eine Option, Teile deiner Strecke abzureißen und neu zu bauen. Nutze dafür den Abrissmodus. Ja, sei denn, man baut das Gleis in einem Stück, weil man so dumm ist, dass es knallt, so wie ich. Sorge in Albany für 60.000 Einwohner. Um die Bedarfsdeckung einer Stadt zu erhöhen, kann über das Stadtmenü eine Bibliothek errichtet werden. Beliefere Boston mit 8 Ladungen Mais. Jetzt müssen wir Boston doch mit Mais belafern. Belafern. So ist das. So. Albany, Buffalo. Albany? Ich bin ich mein Kopf manchmal ja. Buffalo. Da ist Buffalo. So. Albany Buffalo Express. Also. Von hier nach Buffalo. Ohne Zwischenstopp. Möglichst perfekt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal ran an die Aufgabe. Dazu legen wir erstmal das Getreidegleis um. Ist eh gerade wurscht. Welches ist denn hier wieder frei? Das hier war das kaputte, ne? Nehmen wir das. So. Und jetzt brauchen wir eine möglichst gerade Strecke. Erstmal brauchen wir einen Bahnhof in Buffalo. So. Buffalo. Kommen Sie mal her. So. Gehen wir mal nach außen. Within. Und dann. So.
dann legen wir erstmal möglichst eine sehr direkte Strecke, weil das wäre dann die schnellste Strecke. Und dann gucken wir, wo wir sparen können. So, 1,6 Millionen geht eh nicht. Und hier sieht man auch schon, ne? Hier ist alles Tunnel, das ist natürlich Quatsch. Hier wäre dann eine Brücke. Okay, also. Bei der Brücke nehmen wir es erstmal hier. Insgesamt höher. Was hier? Gleise, die auf dem Land verlegt werden, dürfen die Stadt nicht berühren, was? Das wäre hier irgendwo. Ich bin verwirrt. Wollen wir vielleicht den Fluss umgehen? Guck mal, wir haben 1,2 Millionen, die es jetzt kostet, mit zwei Brücken. Wäre natürlich die schnellste Strecke. Was ist denn, wenn wir den Fluss umgehen? Und dann schön hier am Ufer entlang. Wäre das was? Darf ich euch das so rein optisch anbieten? Wäre das den Herrschaften genehm? Warte. So, Ausrufezeichen ist auf jeden Fall schon mal weg. Ja, und dann können wir hier insgesamt schon wahrscheinlich einige sparen. Aber es soll ja eine Expressstrecke sein, ne? Das heißt, wir müssen hier erstmal wieder rüber. Und mit Express in dem Fall hier meine ich wirklich, ne, dass wir uns überlegen, dass das so ein bisschen wie so eine Schnellstrecke gebaut werden würde, bauen. Weißt du, wie ich meine? So, hier lang. Dann geht das hier so langsam runter. Also so richtig schön wird das aufgrund dieser Pömpel nicht, ne? Also da würde ich mir teilweise wünschen, guck mal hier, dass man so eine Funktion hätte, smooth. Na, dass man das also ein bisschen smoothen könnte. Das wäre irgendwie cool. So, jetzt, wir sehen jetzt von 1,2 Millionen auf 300.000, Leute. Ich sag's nur. Ja, und ich glaube, mittlerweile ist der fantastische Rabattcode von 10% leider ausgelaufen. Trotzdem, Link in die Beschreibung, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt. So, wir gehen hier am Ufer entlang, damit das schön aussieht. Und damit wir hier auch die Höhenmeter sparen. Das spart ja richtig, ne? Guck ich das mal an. Das ist schon nicht schlecht, oder? Kann man... Ist die Frage, ob jetzt die Kurven das Ganze so ein bisschen kaputt machen? Sagte er und baute eine weitere Kurve aus, statt ein. 1%, 3%, 1%. So, aber hier müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken.
Hier müssen wir nämlich langsam runter. Es bringt auf jeden Fall schon was, sich damit zu befassen, ne? Trotzdem ist das mit dem, das gefällt mir irgendwie mit den Strecken noch nicht. Also dieses komische, so richtig zu dem Punkt hingehen. Weißt du, wie ich meine? Seht ihr, dass diese Ecken dann da, das ist irgendwie, ist der Editor da ein bisschen schwer. Ich glaube, in anderen Spielen könnte man jetzt so eine Shift-Taste drücken und dann den Punkt sozusagen drehen. Weißt du, wie ich meine? So, dann geht's hier ein bisschen aufwärts. Ich glaube, wenn ich das mal so anguckt, kann man so anbieten. Teilt sich natürlich jetzt mit dem anderen Schnellzügen hier das Gleis, aber ich denke mal, das würde passen, weil das sind ja auch zwei Gleise. Ja, und wenn das jetzt nicht schnell genug ist, dann müssen wir mal gucken. Jedenfalls, ob das gelingt, sehen wir gemeinsam in der nächsten Folge. Würde ich mich sehr freuen. Und wir legen jetzt übrigens mal an dieses Gleis hier, weil wenn wir noch ein bisschen ausbauen wollen, dann haben wir da noch ein Gleis frei. Ist zwar jetzt ein bisschen teurer geworden, aber ja. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und die nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Garderobe Plus. Hier ist jetzt Schluss. Danke für eure Kommentare, die ich mir immer lese. Und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!